Straßenausbaubeitragssatzung. Wir hatten für die letzte Sitzung die Straßenausbaubeitragssatzung auf der Tagesordnung erwartet. Die Große Koalition aus CDU, Bürgern für Görlitz und den Grünen hat jedoch gemeinsam mit dem Oberbürgermeister dafür gesorgt, dass wir das Thema leider nicht behandeln können. Sie wollen sich offensichtlich davor drücken. Im Moment ein heiß diskutiertes Thema. Viele Bürgerinnen und Bürger haben dazu eine Petition unterschrieben. Und wir hätten gerne als Linke über das Thema gesprochen. Seit vielen, vielen Jahren wenden wir uns dagegen, dass Anwohner und Anwohnerinnen dazu herangezogen werden, die Kosten zu tragen, anteilig für die Straßen vor ihren Häusern. Wir halten das für falsch. Wir halten Straßen für ein Objekt der Daseinsfürsorge und also auch aus allgemeinen Steuermitteln zu finanzieren. Ein Beschlusspunkt auf der Tagesordnung befasste sich mit der Stadthalle. Anders als jedoch in der aktuellen Diskussion im Raum wahrzunehmen war, ging es hierbei nicht um einen Grundsatzbeschluss zum Ja oder Nein zum Betrieb der Stadthalle, sondern darum, den Oberbürgermeister zu beauftragen, weitere Gespräche über mögliche Fördermittel zu führen. Und er wurde beauftragt, endlich eine Forderung, die wir als Linksfraktion schon seit 6 Jahren mindestens erheben, Betreiberkonzepte und Ideen zu entwickeln und dem Stadtrat vorzulegen. Was also soll in der Stadthalle passieren, so sie denn einmal tatsächlich zum Betrieb fertig saniert sein sollte? Im Bereich der Fördermittel ist uns ganz wichtig als Linksfraktion, dass im Vorfeld klar ist, welche Eigenmittel wird die Stadt aufbringen müssen, um diese Fördermittel akquirieren zu können. Das zweite wird sein, wie hoch werden eigentlich die Betreiberzuschüsse sein, die wir als Stadt für den Betrieb, für einen möglichen Betrieb der Stadthalle werden aufbringen müssen. Im Moment befinden sich dazu Zahlen von einer Dreiviertel bis einer Million im Raum, die wir also jährlich selbst zahlen müssen. Und die Frage ist, aus welchem Bereich soll das kommen? Unsere große Sorge als Linkspartei ist, dass dafür in Zukunft möglicherweise Kürzungen im Bereich der Sportförderung, der Kinder- und Jugendförderung, im Bereich des Schulbaus oder auch bei Stadtbibliothek, Schwimmbad oder Tierpark tätig sind. Das ist nichts, wofür wir uns hergeben wollen. Deshalb bleibt es dabei, wir werden die Sanierung der Stadthalle weiter konstruktiv, aber auch kritisch begleiten. Ja, ein Vorblick vielleicht auf die nächste Stadtratssitzung nach der Sommerpause. Der eine oder andere wird sich erinnern, dass die Linksfraktion einen Antrag zum Verbot von Glyphosat eingereicht hatte und auch mit Änderungsanträgen dazu eine Mehrheit bekommen hatte. Im September wird der Oberbürgermeister hierzu die Strategie der Umsetzung dem Stadtrat vorlegen und wir sind neugierig und freuen uns darauf, sind großer Hoffnung, dass es dann gelingt, ab kommendem Jahr tatsächlich Glyphosat in der Stadt nicht mehr zu verwenden. Beschlussanträge, die durch die Linke eingereicht wurden. Wir haben 2 Beschlussanträge eingereicht, um diese in den nächsten Wochen und Monaten im Stadtrat zu diskutieren. Zum einen geht es dabei um Formulare der Stadtverwaltung in leichter Sprache. Mehrere Menschen aus der Behindertenarbeit haben uns darauf hingewiesen, dass wir zwar die Erklärung von Barcelona, die Stadt und ihre behinderten Menschen, unterschrieben haben, dass aber zum Beispiel solche Formulare in leichter Sprache noch nicht vorliegen. Wir möchten gerne dazu einen Stadtratsbeschluss und somit die Stadtverwaltung beauftragen, dies künftig so zu tun. Trinkwasserbrunnen. Die Linksfraktion hat erneut einen Beschlussantrag zur Errichtung von Trinkwasserbrunnen eingebracht. Vor knapp einem halben Jahr sind wir leider mit 14-14 Stimmen dabei gescheitert. Seinerzeit war ein Argument der Gegner, insbesondere der CDU, dass die Wirtschaft dies viel besser könne, als das die öffentliche Hand tun könnte. In der Zwischenzeit hat der Oberbürgermeister uns bestätigt, dass es keinerlei Initiativen der Wirtschaft gibt, Trinkwasserbrunnen zu errichten. Aus diesem Grund werden wir das wieder tun. Was ist der Vorteil von Trinkwasserbrunnen? Wir sind der Auffassung, dass in Görlitz wie in anderen touristischen Städten auch Trinkwasser für alle kostenfrei zur Verfügung gestellt werden sollte, sodass Touristen und Touristinnen, aber auch Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeiten haben, hier ihre Trinkflaschen aufzufüllen.